Endlich, nach mehreren Monaten Abstinenz vom Puring, starten wir heute wieder mit der Puring-Session bei Tanja Verkunstet. Herzlich willkommen! Heute wollen wir zusammen die Frage klären, eignet sich eine Küchenrolle genauso gut zum Puren wie ein Open Cup, also was aus Plastik oder ein Ring oder. Hier ist das gute Stück. Wir fangen mal direkt an. Bevor wir mit der Küchenrolle starten, zwei Sachen noch. Also zum einen, ich habe hier eine Leinwand in den Maßen 30x40 und diese Leinwand möchte ich vorab, bevor wir da mit Farbe drauf gehen, einmal grundieren, und zwar mit der Farbe Weiß. Wobei mit grundieren meine ich einfach schon mal eine farbliche Fläche draufbringen, damit nachher die Farbverläufe einfach weicher sind. Wer das nicht mag und sagt, ich möchte das so hart auf der Leinwand haben, kann natürlich auch hingehen, entweder vorher die Leinwand mit weißer Acrylfarbe grundieren, getrocknet dann hier hinlegen und dann mit Puring drauf gehen, oder es in Natura lassen. In Natura ist wohl das Problem, dass sich da Staub reinsetzt und dann nachher sehr gräulich, ja, leicht gräulicher Ton entsteht, also nicht wirklich gut ausschaut. Für die Grundierung habe ich jetzt, wie eben schon gesagt, Weiß. Das ist aber auch ein Puring-Gemisch, das heißt ein Teil weiße Farbe, Acrylfarbe und ein Teil Puring. Zum Aufbringen oder vielmehr zum Verteilen der Farbe könnt ihr, wenn ihr habt, hier einen solchen Rakel nehmen, Spachtel, oder aber auch, wer es ganz einfach machen möchte, ihr habt mit Sicherheit irgendeine abgelaufene Scheckkarte, Baumarktkarte, irgendetwas Plastikmäßiges, was ihr hier verwenden könnt. Wichtig ist für euch, um ein angenehmes Arbeiten zu haben, schaut, dass es nicht zu hart ist, dass ihr halt mit dem Rakel nachher gut arbeiten könnt. Wenn ihr die Grundierung aufgebracht habt, dann könnt ihr schon so sehen, hier bei mir auf jeden Fall, dass hier überall so kleine Luftbläschen drin sind. Die wollen wir natürlich nicht hier drin haben, also schnappen wir uns hier einen kleinen Brenner. Ihr könnt auch einen Heißluftföhn nehmen, wenn ihr habt und der guten Turbo habt. Passt aber auf, dass ihr nicht zu nah reingeht, um die Farbe wegzuschmeißen oder halt die Farbe zu verbrennen. Solltet ihr störende kleine Staubfussel sehen oder Härchen, könnt ihr wunderbar mit so einem Schaschlikspieß hier in dem nassen, ja, in der nassen Farbe das herausholen. Ihr seht es, ich habe es jetzt hier auch schon zweimal gemacht, geht also relativ einfach. Dann geht es auch schon fast los. Wir haben hier einmal die Küchenrolle. Für euch aber jetzt noch kurz gesagt, welche Farben werde ich denn jetzt hier überhaupt benutzen. Ich habe einmal mir die Farbe Schwarz zurechtgemischt. Ich habe mir einmal die Farbe Gold zurechtgemischt. Einmal ein Kupferton. Und nochmal die Farbe Weiß. Und ihr seht schon, ich habe ganz unterschiedliche Marken genommen. Einmal von Action, von Bösner, einmal die Marke Amsterdam, also eine wirkliche Markenname. Und ich habe hier noch von Malwerk, habe ich hier auch noch Farben übrig. Also ich mische kreuz und quer. Guckt einfach mal, was ihr an Farben da habt und welche Farben ihr gerne benutzen wollt. Jetzt gehen wir hin und stellen einmal hier unsere Küchenrolle oben drauf. Also ich habe es selber auch noch nicht probiert. Bin jetzt also auch sehr neugierig, wie gut das hier funktionieren wird. Und dann fangen wir mal an mit ein bisschen Weiß. Und nehmen ein bisschen Schwarz. Dann der Kupferton.
dann der Goldton. Und hier fange ich an zu kleckern, was nicht im Sinne des Erfinders ist. Und dann nehmen wir wieder Weiß und so weiter und so fort. Okay, jetzt schauen wir mal, was draus wird, wenn ich jetzt hier die Rolle anhebe und die Farbe kommt raus. Jetzt sieht man hier schon so ganz langsam, wie die Farbe sich von unten nach oben drückt. Aber wir wollen das Ganze jetzt noch ein bisschen mehr aktivieren. Und zwar habe ich hier einen ganz normalen Strohhalm und versuche jetzt mal ganz vorsichtig hier hereinzupusten, um so ein bisschen das, was hier unter dem Schleier liegt, nach vorne zu holen. Schauen wir mal, ob das mir gelingen wird. So könnt ihr mit dem Bild herumspielen, so lange wie ihr wollt. Ihr seht, ihr könnt es breit machen, ihr könnt es schmal lassen, ihr könnt es ganz fein nach außen laufen lassen. Ich für meinen Teil bin jetzt hier mit diesem Bild erstmal fertig, aber zum krönenden Abschluss werde ich jetzt nochmal mit dem Brenner rübergehen. Und warum? Das werdet ihr dann jetzt gleich auch sofort sehen. Ihr seht hier die ganzen Zellen, die sich jetzt noch einmal hier heraus entwickelt haben. Wunderschön. Wichtig ist dabei, geht mit dem Brenner nicht zu nah in die Farbe rein, weil sonst verbrennt sie. Ganz wichtig. Es reicht, wenn ihr hier immer einfach nur leicht oben drüber mit ein paar Zentimetern Abstand über eure Fläche drüber geht. Ja, ich wäre jetzt erstmal fertig und jetzt geht's rein in die Trocknungsphase. Dauert ca. 2 Tage, je nachdem, wo ihr euer Bild lagert. Unser Bild ist trocken. Schauen wir doch mal, was daraus geworden ist.
Ja, und ihr könnt sehen, das Bild hat noch mal richtig nachgearbeitet. Ihr seht hier diese ganzen Zellen, die hier noch aufgeploppt sind. Das entsteht halt, wenn man dem Bild noch etwas Zeit gibt. Ja, das, was ihr da so im Hintergrund mit Tapsen hört, das sind die Hunde, die unbedingt auch dabei sein wollen hier bei der Präsentation. Ja, also, ich finde es sehr gelungen, das Bild, sehr schön. Man könnte das Ganze auch noch vielleicht auf einen etwas längeren Keilrahmen ziehen und das Ganze halt noch etwas größer machen. Ich denke, dass der Effekt, gerade auch mit dem Gold, wenn man das hier so hält, ich weiß gar nicht, ob ihr das so gut sehen könnt, das schimmert schon richtig cool und dürfte auch so an einer großen Wand dann ein richtiger Hingucker werden. Ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen rauf da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Hier geht es auf jeden Fall zum nächsten Video. Ich freue mich auf euch, auf nächste Woche Freitag. Bis dahin, tschüss zusammen.